let's play indie games. Hallo liebe Computerspiele-Freaks und willkommen! Willkommen auf meinem Channel Let's Play Indie Games. So. Heute mit einem massiven Indie Game namens RimWorld. Für die es noch nicht kennen, ultra geniales Spiel. Für die es kennen, willkommen zurück auf meine RimWorld-Reihe. Und schon wieder ist es nämlich soweit, es gibt eine neue Version. Es gibt eine neue Version und ein Problem bei diesen Sachen ist, dass die Save Games nicht kompatibel sind miteinander. Das heißt, ich kann nicht wirklich weiterspielen, sondern muss wieder von vorne anfangen. Ja, Mai, geht nicht anders. Ist aber kein Problem, weil das Spiel hat so viele neue Sachen, dass es immer geil ist, einfach nochmal anzufangen und sich das mal anzusehen und schmarrn und bla 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 bla. Okay, mit dem gesagt, wir spielen Version 0.8. Hier oben kann man das sehen. Sprich Alpha 8. Oh yeah. Alpha 8 F. um genau zu sein. Okay, also wir fangen an, indem wir einen Planet erstellen. Und, also beziehungsweise, ja, Mai, einen Planeten. Ja gut, die Größe ist mir wurscht. Zufälliger Seed. Generieren. Schauen wir uns das mal an. Gefällt mir. Wir können jetzt nämlich alle Dinger nehmen. Hier ist es nämlich, Moment, was ist das? Eine Wüste. Wüste wollen wir definitiv nicht. Tropische Dschungel. Also tropischer Regenwald. Savanne. Was ist das? Gemäßigter Wald, das gefällt mir. Was ist das? Das ist Nadelwald. Da wird es schon kälter. Das ist eine Tundra. Und das ist schon scheiße, ne? Also Eis. Also da wollen wir definitiv nicht leben. Es gibt nämlich Temperaturen und alles Mögliche. Oh yeah, Leute können jetzt erfrieren. Leute können an Hitzeschlag sterben. Ne? Jetzt fangen wir an mit neuer Kolonie. Ich sage hier, die will die Dings. Das ist die Erzähler-KI. Also. Die hier zum Beispiel hat Cassandra erzählt die Geschichte so, dass die Spannung und Schwierigkeitskurve stetig steigt. Und den nehmen wir dahin. Wähle Landeplatz. Und jetzt suche ich mir meine Freaks aus. Und dies dauert immer ein bisschen, weil ich sehr pickig bin. Okay, ich habe mich für diese drei entschieden. Einmal haben wir den da, den James. Der kann eigentlich so, das wird mein Schütze sein und sowas. Dann haben wir einmal den Gärtner sozusagen. Der wird sich darum kümmern, dass wir schnell was anpflanzen können. Und wir haben hier noch den Herbalisten, der zum Beispiel ein guter Mediziner ist und schnell kochen lernt und lauter Sachen. Also der kann fast alles. Und das ist schön. Und mit dem gesagt, fangen wir einfach mal an. Und da sind wir in RimWorld. Ach, je. Sind wir jetzt hier? Nee, das ist Marble. Okay, cool. Machen wir dann gleich Pause und vergeben wir erstmal hier die Waffen. Und zwar, wer ist nochmal der Schütze? Ich glaube, das war mein Schütze. Nein, hier Charakter. Das ist der Nahkampf und Schießen-Fuzzi. Das heißt, er kriegt die Enfield. Ich muss ein bisschen weiter reinzoomen, damit ich was sehe. Den da. Ausrüsten. Du bist gar nicht so gut in Schießen. Und du auch nicht. Das heißt, es ist wurscht. Dann geben wir der Frau das Messer. Und dem Typen hier die Pistole. Katsching, katsching, katsching. So, dann muss ich aussuchen, wo ich meine Basis bauen will. Und meine Güte, Leute, es gibt so viel Neues. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt schon gesehen, es gibt hier so eine kleine, was auch immer, es ist eine Ruine oder irgendwie sowas. Und da gibt es diese Krypto-Kyro-Schlafkapseln. Ha! Ja, und die kann ich dann halt aufmachen. Und es ist immer eine Überraschung, was drin ist. Man kann sich nie wirklich drauf verlassen. Oh, guck mal, da gibt es 4 Stück. Okay. Und ich habe in einem vorherigen Spiel schon mal reingeguckt. Und es waren in dem Fall Menschen drin. Und die waren, manche waren toll, manche waren nicht so toll. Manche waren aggressiv, die anderen nicht. Also, es ist schon krass. Wir können auch nicht mehr Strom von den Thermalgeneratoren irgendwie anpflanzen. Aussaugen, weil den es nicht mehr gibt. Den gibt es nur, wenn wir ihn erforschen, okay? Also das wurde jetzt geändert. Das heißt, wir müssen irgendwie anders klarkommen mit dem Strom. Schauen wir mal, wo wäre denn ein guter Ort für mich, meine Basis zu starten?
Ich glaube, ich entscheide mich dann jetzt doch hier für den Eckerl hier. Da mache ich jetzt, da werde ich denen jetzt sagen, hey, baut's mal da was hin. Und zwar muss ich zuerst die Ressourcen hier freigeben, dass sie auch damit was machen. Nein, Fisch. Der heißt echt Fisch. Ha! Okay, dann geben wir das mal frei. Geben wir das Geld frei, ohne den Charakter anzuvisieren. Alles auf Ja. Hier ebenso Medizin, Monetus, Geldos, Dinero. So, schwupp. Alles Mögliche auf nicht mehr X, so dass wir auch damit interagieren können, beziehungsweise die Kolonisten. Schwer zu sagen, schwer zu sagen, schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich fange jetzt einfach mal hier an. Alright? Dann nehmen wir jetzt erstmal, wie fange ich an? Am besten sage ich denen hier die Zone, eine Lagerzone. Und zwar will ich einfach, dass ihr Sachen vor meinem Gebiet, also das wird jetzt meine Lagerzone, da sollen sie alles gefälligst, was da rumliegt, dahin bringen, sodass sie auch dann hier hinkommen. Und am besten fange ich an mit dem Bau einer Struktur. Ja, und wenn ihr es noch nicht wisst, wir haben hier Stahl-, Silber- und Holzstrukturen. Hoppala, das wollte ich nicht machen. Abbrechen. Und wir haben auch Stahlwand mit Kabel, also Wände mit und ohne Kabel. Ja, das heißt, es gibt Wände ohne Kabel und es gibt Wände mit Kabel. Die kosten natürlich ein bisschen mehr, nicht nur Holz, sondern auch Stahl. Ich würde sagen, ich fange erstmal an mit einer Holzwand, einer normalen. Und das soll ungefähr so aussehen. Den Rest können wir dann hier jetzt ausbauen und ungefähr so ein bisschen flach machen. Ich werde auf jeden Fall sofort ein paar Zimmer machen, damit die Kolonisten nicht sofort eingehen. So, dann geht's hier auch schon los. Die Kolonisten hier, der Max zumindest, ist schon am Bauen. Der James macht überhaupt nichts. Warum auch immer. Wir müssen hier natürlich schauen, dass die auch alle bauen, dass sie alle irgendwie reparieren, abbauen, Pflanzen schneiden. Okay, nur einer kann das nicht tragen. Nur einer kann das nicht. Der James ist die faule Sau. Der wird nicht machen. Deswegen muss er aber wirklich dann auch jagen und sowas. Er wird derjenige sein, der fürs Jagen zuständig ist. Und das Schöne ist an dieser Welt, es gibt lauter Tierchen. Also es gibt Welten, wo kaum was rumläuft, außer ein paar Eichhörnchen. Aber wer wird schon satt von Eichhörnchen, nicht? Also hier gibt es richtig schöne Tieransammlungen. Das ist ganz toll. Hier haben wir eine schöne Mine, irgendwas. Das sieht aus wie Gold. Oh ja, Mann, das ist Gold. Okay, ja genau, es gibt verschiedene Metalle jetzt. Also es gibt hier, was ist das? Komprimierter Stahl. Dann, ich glaube, wir haben noch mehrere Metalle. Silber, genau, da ist Silbererz. Also wir haben alles hier, was wir brauchen, was wir jemals brauchen werden. Hier ist noch mehr Zeug, was wir aufnehmen können. Ist natürlich ein bisschen weit weg von da, wo wir sind, deswegen ist das ein bisschen problematisch. Kann problematisch sein. Logo, dann könnte ich auch noch den Jungs sagen, hey, holzt mal was ab hier, weil wir brauchen Holz. Reichlich viel Holz. Dann könnt ihr ruhig gerne das abbauen. Vor allem die Bäume, die im Haus sind, die sollen definitiv da nicht bleiben. So, dann habe ich schon ein paar Zimmerchen gemacht, damit ich gleich für denen ein paar Zimmer machen kann. Betten folgen gleich, die werde ich auch gleich reintun. Anbaugebiete. Jawohl, wir brauchen definitiv Anbaugebiete. Und ich habe gelernt, nicht zu wenig davon zu machen, weil jetzt gibt es nämlich, wie gesagt, Temperaturen. Hier unten können wir nämlich sehen, Temperaturen. Es gibt Lagerfeuer, es gibt eine Heizung und es gibt eine Kühlung. Und die Kühlung zum Beispiel ist gut für, keine Ahnung, wenn es Winter wird und wir müssten halt unsere Nahrung speichern, dann brauchen wir sowas wie einen Kühlschrank. Und das ist da dann hier verantwortlich. Es kann auch sein, dass es ist jetzt Mai. Das heißt, im Juni kann hier vielleicht es extrem heiß werden. Und naja, die Kolonisten reagieren jetzt auf Hitze. Die können erfrieren, den kann es schlecht werden. Also, ne, die können so einen Hitzeschlag kriegen, wenn es zu heiß ist. Ja, ich kontrolliere nur, ob ich auch wirklich fast alles auf der Karte genommen habe. Das ist ein bisschen mehr Metall und Geld. Das können wir später holen. Ansonsten sieht aus, als hätte ich alles selektiert.
Genau. So, wie schaut es denn hier aus? Sehr schön. Die sind fleißig am Bauen. Der James ist jetzt auch am Bauen, die faule Drecksau. Dann haben die da einen Eingang. Gut, das ist jetzt überdacht. Das ist schön. Das ist natürlich sehr wichtig, dass das überdacht ist. Dann können wir denen auch gleich sagen, hier möchte ich nämlich fast alles gelagert haben. Nur keine Leichen. Definitiv keine Leichen. Brocken auch nicht. Körperteile, ja doch, Körperteile werden wir brauchen. Genau, stimmt. Körperteile. Das heißt, wenn irgendjemand hier sich verletzt oder so. Ich hatte mal eine, keine Ahnung, es war eine Dame, die hat mit einem Eichhörnchen gestritten. Das Eichhörnchen hat sie einmal angekratzt. Sie hat das Eichhörnchen dann getötet. Aber ihre Wunde hat sich dann ganz schlimm entzündet über die Zeit. Und ihr Bein musste dann amputiert werden. Okay? Das heißt, ich habe sie dann im Bett gehabt. Ich musste sie dann pflegen. Ich habe ihren Bein amputieren lassen. Und dann haben wir ihr ein ganz billiges, eine ganz billige Prothese, eine Holzprothese angepflanzt. Eingenäht. Okay. Erlaube verrottendes? Nein. So, alles Mögliche soll hier bitte gespeichert werden. Hier in dem Feld vorm Haus. Wenn wir auch schon dabei sind, nehmen wir mal die andere Zone und nehmen jetzt Anbauzonen. Und die würde ich jetzt einfach mal hier seitlich anbringen. Und zwar vielleicht so ein riesen Kartoffelfeld und vielleicht so ein auch riesen Erdbeerfeld. Und die können wir hier dann so anbauen. Hier Kartoffeln, Erdbeerpflanze, Kartoffeln. Mhm. Dass wir definitiv eine Menge davon haben, weil wenn der Winter kommt, wachsen die Pflanzen nicht und wir müssen sie dann speichern. Und bis dahin muss ich einen Lager voller Nahrung haben, dass wir das auch wirklich durchziehen können. Speichere. So, und während das hier alles läuft, werde ich einfach mal ein bisschen beschleunigen. So, das schaut immer besser aus. Was ist hier los? Wieso ist das so? Ah, weil es noch nicht überdacht ist. Klick, dann machen wir jetzt hier Furniture. Also vieles ist noch nicht übersetzt. Warum auch immer, aber es macht nichts. Stahlbett gehen wir auf... Moment, wieso kann ich keinen... Hoppala. Nein, 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 nein. Ich will definitiv ein Holzbett machen können. Wieso kann ich kein Holz machen? Wahrscheinlich, weil ich die Ressource da oben noch nicht habe. Macht nichts, wir bauen bald Betten für die Kolonisten. Ist ziemlich hässlich, es regnet gerade. Schön, das Haus ist jetzt fertig, oder? Naja, die Wohnung, die Station, die Basis, die Kolonie, wie auch immer ihr es nennen wollt. Können wir schon ein... Ja, wir können ein Holzbett bauen. 3 Stück will ich, brauche ich. Und zwar einmal... ja, ist mir wurscht. So ungefähr und so ungefähr. Das ist schon mal ein toller Anfang. Wir werden auch dann irgendwann für Strom sorgen müssen. Bald demnächst, schnell genug. Ich werde langsam anfangen mit... und zwar, ich glaube, Solaranlagen. Solaranlagen brauchen leider Gottes Batterien, damit die Energie von den Solarzellen gespeichert werden kann. Ne? Schauen wir mal. Aber noch nicht. Ich spule mal ein bisschen weiter vor. So, und schon geht hier was los. Dieses Wildschwein ist gerade durchgedreht und greift gerade Fisch an. Fisch ist auch jetzt schon verletzt. Ich muss sie mir mal schnell anschauen. Körper. Sie hat einen Kratzer. Von den Stoßzähnen des Wildschweins. Ich habe jetzt James darum gebeten zu schießen. Schieß! Oh, Gott sei Dank. Weak! Gut. Fisch dürfte jetzt erstmal in Ordnung sein. Pff, okay, gut. Das kann nämlich böse enden, sowas. Ne? So ein Biss kann schnell zur Entzündung führen und zack, dann haben wir die Scheiße. Aber ich hoffe mal, dass sie Behandlung benötigt. Ja, vielleicht werden wir doch... Also ich werde jetzt eventuell schon mal ein Krankenbett hier anbauen. Und zwar hier bei Furniture und dann Bett, Holz. Und ich setze mal... Gut, das ist natürlich nicht so und wo ich es will, aber hilft jetzt nicht. Ich muss das einfach hier mal anpflanzen, anbauen. 2 Dinger da, die bauen das schnell an. Sehr schön, gut. Und jetzt sagen wir, gut, das eine ist noch nicht fertig. Geplant ist es noch. Aber das können wir jetzt als Krankenbett dingsen. Ja, wenig Nahrung. Die machen das schon. Es liegt überall Nahrung eigentlich.
Deswegen sagt er, dass wir keine Nahrung haben, weil die Nahrung liegt da. Dann läuft er dahin, schnappt sich das von da und esst es. Sehr schön. Also das werden wir noch schaffen in Ruhe. Sehr schön. Schau mal. Eine 71% Wahrscheinlichkeit für gute Qualität im Sinne von Behandlung. Das heißt, Fisch wurde behandelt und dürfte jetzt wieder... Nicht mal eine Narbe hat sie davon getragen. Super. Sehr schön. Taugt.